nehmen. Achso, toter beschworener Wolf, das ist unsere. Froschschenkel sind auch alchemistisches Gebäude, genauso wie die Giftsäcke. Schimmel einsacken. Da hinten ist eine Truhe. Also ja, wir gehen einmal hier um den See rum. Keine Truhe, irgendwas anderes. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall. Alvis. Hi. Warum bist du zu Alvis gekommen? Quark. Eine sprechende Kröte? Natürlich, Quark. Alvis will aber lieber Feuerfliegen fressen als sprechen. Quark, Quark. Was ist denn so besonders am Feuerfliegen? Wärmen sie deinen Bauch? Hä? Lieblingsessen von Alvis sind Feuerfliegen. Quark, aber fliegen sie weit weg und zu groß für Alvis. Quark, du bringst Alvis Feuerfliegenfleisch. Quark, Quark. Ich werde sehen, was ich tun kann. Quark, Alvis gibt voll einen Schatz für Feuerfliegenfleisch. Der Salmenteich. Oh, das ist eine neue Quest. Ja. Im Mittel des Dunkelforsts erstreckt sich der Salmenteich. Hier treffen sich alljährlich die Kröten des Waldes, um für Nachwuchs zu sorgen. Finde Feuerfliegenfleisch für Alvis. Die Feuerfliege ist erlegt und ihr Fleisch in meinem Beutel gut verstaut. Mit dem Fleisch der großen Feuerfliege sollte die Kröte Alvis mehr als zufrieden sein. Ich werde sie am besten gleich übergeben. Alvis sucht Feuerfliegen in deiner Hand. Ja, hier, nimm es. Yam, danke. Alvis, vergiss Belohnung nicht. Yam, Alvis, gib Freund den Ring. Und damit haben wir das schon abgeschlossen. Alvis war über meinen Einsatz zufrieden. Ich habe die Belohnung erhalten. Ja, haben wir auch Erfahrungspunkte? Ja, 10. Identifizieren. Alvis Ring. Gewandtheit und Fingerfertigkeit. Würde sich fast anbieten, ihn ihr zu geben. Aber bei ein bisschen Gewandtheit und Fingerfertigkeit würde ich mich auch nicht beschweren. Ja, Alvis frisst gerade Feuerfliegenfleisch. Er scheint schwer beschäftigt zu sein. Gut, hierüber gehen wir erstmal nicht. Also hier könnten wir über den Fluss, aber hier ist auch wieder ein Hexenbaum. Sanja. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten am See zurück, hier durch und dann hier oben mal von oben nach unten mal entlang. Oh, noch ein eitriger Krötenschemel. Mein Atem geht ruhig. Oh, wir haben jetzt noch jemanden entdeckt namens Alven.
Ja, dazu der können wir gleich gehen. Feuer fliegen wieder. Da hinten ist noch ein Schwarm Feuer fliegen. Hier ist irgendwo ein Gullmond. Danke. Weil was wir halt noch nicht gefunden haben, also über was wir noch nicht gestolpert sind. Also ja, ich gehe jetzt erstmal nördlich vom wieder zum Teich. Also über was wir jetzt noch nicht gestolpert sind, sind noch weitere Räuber. Oder Räuberlager, besser gesagt. Die scheinen ja dann nördlich tiefer im Wald zu sein. So, hier sind wir wieder an dem See. Genau, ich wollte nämlich zu den Einbeersträuchern da noch. Wobei unserem beschworenen Wolf. Okay, neue Trollköten. Mein Atem geht ruhig. Ja. Hey, und da unten sind noch mehr Einbeersträucher. Wie gesagt, Einbeeren lasse ich definitiv nicht zurück. Oh, ein Fehlschlag. Sanja. Folgt mir. Dann hat sie sehr schlecht gewürfelt. Ja, und hier sind die Feuerfliegen. Ja. Erstmal noch ein Stück in die Richtung gucken. Ja, da ist nochmal Gullmond, den wir uns noch holen können. Ah, interessant, hier geht's hoch und runter. Und hier sind Hirsche. Sanja. Was ich mal kurz ausprobieren möchte. Kann ich? Nein, ich kann keine friedlichen Waldbewohner töten. Und deswegen habe ich auch den Quicksave gemacht, weil ich hatte das auch nicht vor. Oh, oh. Lasst mich in Ruhe. Ich habe doch kein Geld und keine Wertsachen. Wie? Kein Geld, keine Wertsachen? Und dafür lauern wir hier stundenlang im Wald? Auf, du willst mich wohl für dumm verkaufen, was? Aber gut, wir glauben dir einfach mal so. Aber wenn wir schon keine Kohle von mir bekommen, wollen wir wenigstens etwas Spaß haben. Hey, ihr da, bitte helft mir, überlasst mich nicht diesen Mördern. Hey, Banditenpack, lass die Finger von diesem Mann. Hä, was willst du denn? Bleib eine Portion von uns. Du verstehst wohl nicht ganz, mit wem du es hier zu tun hast, hä? Wir sind Ronkwers-Männer, die härtesten Banditen des ganzen Landes. Ronk, wer? Wer soll das denn sein? Euer Papi? Hauptmann Ronkwer ist der übelste und brutalste Bandit, den du je kennenlernen wirst. Schnappt euch die halbe Portion. Mein Atem geht ruhig. So, genau. Hier kann Gwendala. Also, Waffen können wir während dem Kampf wechseln.
Waffen und Munition. Das bin ich. Phorax. Lass das mal Vorgrim machen. Dank. Diese Kerle wollten mir alles abnehmen. Mein Essen, meine Axt. Oh, das war knapp. Alles in Ordnung mit dir? Ja, mir geht es gut, aber das hätte böse ausgehen können. Mein Name ist übrigens Holdwin. Ich bin einer der Holzfäller von Gut Dunkelforst. Was wirst du jetzt tun? Eigentlich sollte ich ja unsere Verpflegung zu den anderen Holzfällern bringen. Aber am liebsten würde ich so schnell wie möglich zurück ins Gutshaus, um mich von dem Schrecken zu erholen. Könnt ihr bitte meinen Axtbrüdern ihre Mahlzeit vorbeibringen? Gib mir das Essen, ich bringe es deinen Freunden. Danke, zum Gut schaffe ich es allein. Gebt Acht, wer ich kann. Vielleicht haben euch jetzt die Freunde der Banditen auf dem Kieker. So, also mal gucken auf die Map. Holzfällerlager ist da drüben. Ah, gut, da wollen wir ja noch als letztes dann hin. Nachdem ich diese Räuber ausgenommen habe. Oh, Wundpulver. Offen. Brotzeit. Die Holzfäller ziehen jeden Morgen in die Tiefe des Waldes, um ihre Arbeit zu verrichten. Da weit und breit kein Gasthaus ihren Pfad säumt, bereitet ihnen der Koch von Gunzhof eine zünftige Brotzeit, die sie bis zum Abend satt hält. Rette den Holzfäller vor den Räubern. Ich habe die Räuber abgewehrt. Holdwin ist noch einmal leicht verletzt davongekommen. Bringe den Holzfällern ihr Essen. Holdwin muss sich erst einmal von dem Schock erholen. Ich soll seinen hungrigen Kollegen ihr Essen bringen. Ja, da haben wir hier das Proviantpaket. Ach, und den Messwein. Wein, den ein paar Juden für ihre Messen nutzten. Der Proviant der Holzfäller aus dem Dunkelforst. Der Holzfäller bat mich, seinen Zunftbrüdern ihre Mittagsration zu überbringen. So, das heißt erstmal nach Süden Feuerfliegen wieder auseinandernehmen. So, und von hier aus gehen wir direkt nach Richtung Westen. Da sollten wir wieder auf das Holzfällerlager stoßen. Ja. Und den Rest hier in der Mitte vom Dunkelforst aufdecken. Weil wir haben immer noch nicht den Hexenzirkel. Achso, wir sind jetzt direkt oberhalb des Pajotenlagers auch noch. Ach ey, hier sind jede Menge Feuerfliegen noch. Das bin ich. Warum macht Gladys das eigentlich gerade, frage ich mich. So, das heißt noch die Feuerfliegen erledigen. Einfach, dass sie weg sind. Außerdem gibt es noch wenigstens für ein paar der Feuerfliegen Erfahrungspunkte. Mein Atem geht ruhig.
Das heißt, zu den Holzfällern jetzt laufen. Hier sollte eigentlich jetzt alles frei sein.